Was ist das? À la kleine Katechismus vom Luther. Da erklärt er doch die 10 Gebote. Du sollst nicht töten. Noch kommt, was ist das? Noch erklärt das. Ja, und ich muss wissen, was ist das für ein Holz? Weil ich habe gerade ein gutes Beispiel gesehen im Internet, dass Leute, ich kann gerade sagen, sie ist wo. In einem Kloster haben die Leute den Esstisch aus dem Speisssaal rausgenommen. Und dann haben sie den Lack ab. Dann könnte man hier auch. Und dann könnte man es schleifen. Und logischerweise dann nicht mehr lackieren, sondern leinölen. Also den Tisch pflege ich, wie gesagt, pflegen. Das schmeißen wir mal raus. Oder behalten es hier, weil die Schlüssel sind alle da. Ist in sich komplett und ganz. Einfach ein bisschen die Jahre gekommen, könnte man auch mal pflegen. Gute Akustik. Also eben schlecht. Glaub. WC ist besser. Ja, also. Rundgang, stinkende Zimmer, stinkt jetzt auch, weil der Teppich, wie gesagt, immer noch da ist. Mit den Hundebissen überall. Und weil ich halt ehrlicherweise mein ganzes, ja, Rohstoff nicht mehr dort drin habe. Weil solange natürlich das Heu dort geschmückt hat, hat es logischerweise gut geschmückt. Das war ja die Idee vom Heu da drinnen. Ja, und das ist eben der Kleintiervertreiber, wo läuft und natürlich nichts nützt. Ich sehe die Müsli, wie sie mir da in der Küche, bei den Leitungen, oder? Durchschlüpfen und kommen schauen, ob sie irgendwie zu meinen Abfallsäcken kommen, wo der Kaffee drin ist. Und die Ratte, uff, die ist natürlich die weisse Hausratte. Die ist sowas von schlau. Also, die fange ich sowieso nicht mit. Ja, sowas. Ich hätte ja die Idee gehabt mit diesen weissen Gunten, oder? Gehe ich in den Keller ab und stülpe über die Ratten, wenn ich sie sehe. Ja, denkst du. Ich brauche eben 10 Rattenfallen. Weil eben da habe ich heute Morgen geputzt und dann habe ich gemerkt, die läuft wahrscheinlich da innen durch, weil das Müsli oder die Ratten. Weil wenn ich da sitze, dann habe ich das Gefühl, ich habe sie da hinten rum irgendwo laufen. Die geht wahrscheinlich da irgendwo rein. Da ist ja das Haus von außen total abgekaffelt. Und läuft da innen irgendwo durch. Und wenn sie dann da vorbeikommt, quasi, dann fällt da so Zeug auf den Boden. Und das ist nicht jetzt von dem, dass ich die Türen schlitze. Oder? Ja. Man könnte meinen, es ist wirklich Hochsommer. Oder? Nicht nur wegen den Details, die wir jetzt alle gesehen haben. Nein, natürlich wegen der Farbe, oder? So eine Arsch, das ist im Hochsommer, wenn die Sonne untergeht. Gassen habe ich heute mal. Der Himmel wirkt ein bisschen so eingekräuselt blau, aber ohne Chemtrails. Ich meine, es sind Osterferien. Da sind viele Leute natürlich. Eben. Voraus gesehen das Wetter. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Wenn ich jetzt die Leute wäre und ich würde chemtrailen, würde ich logischerweise immer dann, wenn die alte Garde mit den Jungen zusammensitzt, nämlich an der Viertig, schauen, dass. Und auch dann, wenn die Fotos gemacht werden, dass ich dann logischerweise nicht chemtrailen. Oder? Aber logischerweise kommt das Zeug ja sowieso. Ist eigentlich jetzt. Ah, das ist schön warm. Jetzt spüre ich mal, wie das ist. Wärme, Sonne. Oh, das ist schön warm geworden. Ich habe heute noch gemessen, inwiefern dass ich dort noch Runden zugewinnen kann. Mit dem Eingangsbereich aber gar nicht. Also, und anstatt hier laufen, laufe ich jetzt halt immer da. Also, so. Über das Ding da. Ohne Kamera geht es besser. Einmal, oder? Da sehen wir gerade schon. Lässig. Die ich nicht brauche, habe ich weggeschmissen.
Die Platte tue ich nachher noch da hin. Dort, wo jetzt das Rote ist. Und nichts wächst. Dort stehe ich dann nämlich. Dann habe ich allen Wasser gegeben, die letzten heute Morgen auch wieder. Ist lässig. Ich weiss nicht, was zum Beispiel das da ist, was ich jetzt hier zeige. Aber dem gebe ich auch immer Wasser. Und natürlich, da hinten hat es ein paar Brennnesseln, so Stüdeli. Denen auch. Und was das für eigentlich Büsche sind, die gleichen. Am Haus entlang. Keine Ahnung. Aber die kommen auch Wasser rüber. Und man sieht dort hinten, wo ich am liebsten laufe. Man sieht im Prinzip, wer Obacht kann geben. Das von da weg, wo ich auch reingehe, da. In die Mitte vom Bild. Da gehe ich rein. Wenn man jetzt schaut, hat es einen Trail, der da durchgeht. Genau da, wo ich zeige, jetzt Ende Finger. Bis zu meiner abgesteckten Wildwiese, oder? Da haben wir ja schon mal zusammen gemacht, wenn wir etwas... So lässig, ich besitze jede Farbe, die es gibt. Oder wenn ich die Kamera jetzt schaue. Ist sie ein Stück langsamer, als ich zeichne. Wenn ich so mache, bin ich schon da unten. Wenn die Kamera da noch gar nicht zeigt. Und jetzt habe ich einen dummen Eck im Bild drin. Mir nicht gefallen. So lässig. Vor allem lässig ist dann, oder? Wenn man eine Farbe hat. Rosa. Und dann mit einer anderen drei, gell? Die finde ich auch noch geil, da so grau, braun, silbrig. Jetzt wird es da dreckig. Ich würde eigentlich gar nicht zeichnen, man muss sich eigentlich etwas vornehmen, wenn man zeichnet. Ja. Und ich weiss, ich mache jetzt dann, dass ich das da so hoch wegnehme und jemanden abzeichne. Gehe ich extra neu mit denen und mache eine Zeichnung. Und dann nehmt die eben anstatt Kohle, nehmt die den Schwarz mit, zum Beispiel. Oder? Dann mache ich schnell ein Bild. Man zeichnet ja immer so, wie man selber aussieht, anscheinend. Ich weiss ja, wie ich aussehe und zeichne mich nicht so, wie ich aussehe. Ich sehe nicht so aus, wie ich jetzt hier gezeichnet habe. Das Einzige, was ein bisschen stimmt, ist jetzt hier vielleicht gewesen. Oder? Lumpeti! Ein Gesicht. Da gibt es aber Gesetzmäßigkeiten. Da kommt es immer gut. Ein Gesicht ist meistens rund oder oval. Ein Gesicht hat meistens in der Mitte eine Fünferteilung, wo das zweite Fünftel und das vierte die Augen sind. In der Mitte davon, nach abwärts zu der Kunde, ist die untere Linie der Nase. In der Mitte zwischen der unteren Linie Nase und der unteren Linie Kinn, genau in der Mitte, ist die Mittellinie vom Maul. Das Maul, jetzt das obere Teil, ist von der Sonne nie beschonen. Da macht man immer einfach die obere nach oben dunkel. Jetzt war das ja die Mittellinie vom Maul und das hier ist Kinn. Und am Kinn scheint auch keine Sonne an, also kommt hier im Prinzip auch schon mal dunkel. In der Mitte, zwischen wenn man bei der Maul- und Nasenlinie hinterher geht, kann man immer Hals machen, da irgendwo. Dann haben wir es ja schon. Oder habe ich hier gesagt, ist ja die Augen. Und Augen macht man so, dass man immer im Prinzip auch wieder weiss, die Sonne kommt meistens von oben. Ich schaue jetzt bei der Kamera, wie ich zeichne. Oder? Und darum macht man das Auge, die Pupille immer nach oben versetzt. Oder? Das ist normal. Wenn es hier extrem weiss wird, ist es schon nicht mehr so normal. Hier unten. Aber eigentlich ist sie ein bisschen nach oben verschoben, oder? Und nicht genau in der Mitte. Zum Beispiel so.
wie gesagt, nach oben verschoben. Das ist dann bei den Augen an und sonst macht man halt einfach dunkel. Ja, und dann halt noch, sittig. Da. Und das sind die Gesetzmäßigkeiten von meinem Gesicht. Ohne dass ich jetzt irgendwo ein Modell hatte, habe ich jetzt ein Gesicht machen können. Ja, wo stimmt. Oder? Die Sonne kommt immer von oben. Darum sind die Gesetzmäßigkeiten so, man malt die Oberlippe. Und eben die Einteilungen sind ein Normgesicht, wo ich jetzt gesagt habe, wenn man jetzt jemanden abzeichnet hätte, würde man einfach schauen, inwiefern weicht. Oder man tut natürlich Massen, selbst schon auch. Mit dem ausgestreckten Arm geht man schauen, okay, beim Bleistift. Wer jetzt. Das Ding ist etwa so gross. Das Seitending. Und. Das wäre etwa die Mitte. He? Also der da ist wahrscheinlich in der Mitte von dem da. Oder mit ausgestrecktem Finger. Arm. Und mit den Fingern so abdingseln. Und nicht in den Raum rein, sondern nur entweder. Oder? So ausgestreckt. Oder so höher weg. Oder? Von oben gesehen. Und nicht so. Da gäbe ja dann eine Verfälschung. Oder so. So. Und ausgestreckter Arm. Also wenn man jetzt messen täte, würde man genau wissen, wie das Gesicht ist. Dann muss man nicht vom Normgesicht ausgehen. Aber wenn man ein Zwischengesicht mal einfach zuerst anschaut, kann man ja sagen, gut, beim Normgesicht wäre die Mitte die Augen. Wo hat denn der Mensch die Augenlinie? Aha, mehr oben, mehr unten. Ich zum Beispiel hätte sie jetzt nicht in der Mitte wie ein Kind. Da sieht sie ja kindlich aus. Sondern meine Augenlinie wäre so, dass ich ein längeres Kinn habe zum Beispiel. Oder dann kommt man dann eher dann dem, wo man abzeichnet, näher. So kann man es machen. Olympeti. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich hier laufe. Hier gemütlich sitzen kann. Ich finde es lässig, so zu wohnen. Das WC-Papier bestelle ich ja jetzt dann. Dann hätte ich auch viel von dem. Ja, und den Maunawai wollte ich euch noch erklären, wie ich es jetzt mache. Damit das auch noch einmal auf einem Video richtig ist. Man hat hier Härtegrad im Wasser. Abgesehen von der Chemie, die sie drin haben. Genau. Härtegrad. Färbung, Trübung. Gesamthärte ist da. Grenzwert ist bei 50. Französische Härtegrad wahrscheinlich. Und wir haben hier 26. 8. 5. Und 25,55 Carbonhärte. Also einfach Herzwasser und ein grusiges Zeug drin. Chlorid, Nitrat und Sulfat. Das gehört nicht ins Wasser. Das ist alles Gift für den Menschen. Gut. Wenn man jetzt das weiss, dann geht man ran, man nimmt Zahnwasser. Ob man es wirklich muss in der Kohle haben, weiss ich nicht. Ich weiss nur, wenn ich das Zahnwasser in diesem Ding rein habe und nachher durch den Filter durchlasse, dann ist die Kohle nicht mehr im Wasser. Aber witzigerweise auch überhaupt kein Kalk mehr. Denn wenn ich jetzt mit dem Wasser hier rübergehe und ich fülle den hier ein, sehe ich hier keine Schlieren mehr rundherum vom Kalk. Folgedessen nützt da etwas. Nachher geht es ja hier durch den Keramikfilter, geht nochmal durch einen Kalkfilter. So ein dünnes Teil hier oben. Und dann kommt da so ein dünnes. Und dann kommt hier das schwarze, grosse. Das ist nochmal etwas Kalkfilter, das rausfiltert. Und ab dann wird bereits, glaube ich, zurückgegeben. Ich weiss, dass da weisse Quarz ist und dass da unten remineralisiert wird. Also Magnesium, Kalzium, was immer in das Wasser reingehört, kommt im richtigen Verhältnis da wieder dazu. Das Wasser fließt ja von da oben da rein. Da kommt es da unten raus. Dann habe ich in diesem Behältnis noch Quarz, wo das Wasser mittels Sonnenlicht aufschafft und der da Edelschungit. Der hilft dem Immunsystem, wenn man den im Wasser hat. Jetzt könnte ich noch Zeolit drin tun, dann würde ich das Wasser noch ein bisschen besser heben, wenn ich es nicht so regelmäßig wegbrauche, wie ich tue. Und der Zeolit sieht so gräulig aus. Und wenn man den drin tut noch, sieht eigentlich aus wie die Tischplatte, dann wird das Wasser mehr als Basis gehalten. Das heisst, man hat die Möglichkeit, das Wasser ein bisschen länger stehen zu lassen. Einfach so einen grau-weiß gesprenkelten Stein. Zeolit heisst das Ding. Und was auch noch ist, ist
die violetten Mäntel da, wo ich beim das da, wo ich beim Home Shopping gekauft habe, hat auch Zeolit drin. Und es schmeckt ein bisschen wie die Omas, wo man am Mixen so mit zum Beispiel wahrscheinlich wegen der Inkontinenz Windeln, wo mit dem Zeolit irgendwie verarbeitet sind. Die Omas schmecken immer nach dem Zeolit. So ein bisschen müffelig, aber eben, es hält das Zeug rein. Darum habe ich es auch ein bisschen überall. Oder? Und dann habe ich hier unten noch eine Tesla-Platte drin. Ob da etwas nützt, weiss ich allerdings nicht. Ja. Und eben, es ist schon jahrelang da, weil halt das Duschvorhang da vor dem Fenster ist. Ich kaufe noch mal einen und tue das hier ersetzen. Wäre besser, wenn da nicht Seegrasmatten ist, wenn da auch ein bisschen orange ist. So richtig knallig wie hier. Hat er gern. Vielleicht kaufe ich auch noch grün. Hellblau könnte ich auch kaufen, aber wäre schön. So als Farbe noch hier zu haben. Hm? Rosa brauche ich nicht mehr, den habe ich ja hier. Gel habe ich auch, oder? Da laufe ich da so oft entlang. Und schaue den Gel an. Grün würde ich oben nicht mehr streichen, weil der macht ja einen Abschied auf meiner Haut.